Hi. Da sind wir wieder. Servus. Tankdam. Tankdam. Vorletztes Bye. DLC. Ja. Haben wir das schon gelesen? Ich glaube nicht, nein. Ja, ich schon. Die Frage ist, ob die Zuschauer das schon lesen konnten. Hä? Oh mein Gott, ich bin zweimal im Spiel. Was? Ja. Der ist ja ein Void. Ich sehe dich nur einmal. Also, Netzwerkgruppe, oder was meintest du? Ja. Okay, dann betrete ich. Ja, okay. Oh, schade. Wäre geil gewesen. You won't kill me that easily. Let's get going. Ja, wieso sollst du zweimal drin sein? Hä? Oh, ich hätte einen Screenshot machen müssen. Aber ich war wirklich zweimal drin. Hättest du, ja. Gut, das ist also das, ja. Türme lassen wir so, wie wir es hatten, ne? Die hatten wir wie? Lass mal schauen. Wir hatten keine Gauss, keinen Trägheitsspender und keinen Feuerleitturm. Ja, hört sich eigentlich ganz gut an, oder? Und halt keine provisorische, ja gut, die war ja. So wie nur. So. Sowieso nicht das, was wir wollten. Ach, genau, jetzt wo ich gerade denke, ich wollte den Minenspender eigentlich rausnehmen. Weil die Ruptur wollten wir gar nicht nutzen. Du schon drin? Ja, weiß ich, Rupturminen machen halt nicht so viel Schaden. Und wenn sie Schaden machen, dann noch nur auf einem Hero. Also soll ich lieber den Feuerleitturm reinnehmen oder die Gauss oder? Feuerleit? Ich weiß nicht. Das ist hier ziemlich gut auf der Map, weil damit könnten wir ziemlich viel abdecken dann. Schon reingenommen. Stimmt, wir waren doch schon mal hier. Und da ist unser Freund. Unser Freund, die schwarze Gauss oder wie? Ah, jetzt nicht mehr. Doch, die ist schwarz. Für mich. Was? Ja, die ist für mich komplett schwarz. Okay. Keine Ahnung. Okay. Ich meinte tatsächlich den Kerl, der da hinten lang rennt. Ja, einfach so ein Lightning Bug, das kannst du sein. Gut möglich. Möchte anmerken, falls ich schlecht spiele, sagen, dass das Spiel einfach viel zu klein ist. Ja. Weil ich jetzt die von Marcus empfohlene Einstellung verwende und das Ganze direkt in 1280x720 aufnehme. Statt bisher in 1600x900. Ist das nicht wirklich verdammt klein eigentlich? Ist es. Ja. Warum dann das Ganze? Hast du das auf Fenstergröße oder wie? Ja. Okay. Ja, du könntest es höchstens Vollbild machen. Kann ich nicht. Weil ich, wie gesagt, einen 16:10 Monitor habe. Der zerrt da die Scheiße raus. Um mal nett zu sagen. Ja, hat dein Monitor dann nicht irgendwie schwarze Ränder oder sowas? Nicht bei meinem bisherigen Test versuchen. Okay, das ist doof. Immer so ein kurzer Gedankengang, den ich gerade so sehe. Ja. Denn die beiden hier nicht unnötig? Kann man die nicht mehr weiter platzieren? Wahrscheinlich. So. Bauen den Pfad einfach so weiter, wie er steht, oder? Vorerst. Jo, sieht gut aus bisher, ne? Not finished. Ja, so leid, wie sie halt erstmal direkt wieder zum Kern hin, das ist es eben. Eigentlich würde es Sinn machen, ab hier vielleicht quasi so direkt nach unten, ja, zu gehen, dann gleich die hier mit einzufangen, die hier nach rauskommen werden, und dann quasi hier so hoch und runter die nächste Reihe zu machen. Ja. Stimmt, ja, mach mal das so. Damage-Zone. Eben. Wir haben gelernt, was das für ein gutes Gefühl gibt, eine Damage Zone zu haben, die wirklich auch Damage macht. Ja. So, haben wir noch irgendwo was, wo man aufwerten könnte? Ja, theoretisch alles. Wenn es sein muss, dann könnten wir eigentlich auch das obere alles abreißen und die einfach runterleiten. Eigentlich ja. Dann hätten wir gleich eine Damage-Zone. Stimmt. Wo wollen wir den genau hinsetzen? Make it so. Dass wir oben
dass wir quasi oben die ganze, das ganze Labyrinth abbauen, eine Damage Zone bauen und das, das Labyrinth einfach nach der Damage Zone weiterführen. Ja, halt um die Damage Zone drumherum. Also so wie beim Sumpf. Bei dem in Bright Home, den Outskirts da. Ja, bei der Sokol. Ja, Sokol? Eben, nee, ja, nicht ja. Die Sokol, die davor. Davor, ja. Gut, dann doch, das, dem kann ich zustimmen. Soll ich alles abbauen? Ja. Problem ist, die Türme, wir können, wenn wir die Gauss abbauen. Ja, die Gauss kann man stehen lassen dabei. Ja, vorerst. Eben, die hat ja eh so eine riesen Range. Aber den Kanonenturm habe ich selbst. Die Gatling hat auch jemand von euch dabei, oder die normale? Mhm, die habe ich. So, Streulaser hatte ich, ebenso den Laser, Laser, Blitzturm. Was? Hm? Wie was? Die Plattform hier ist bei mir eben mehrmals intern markiert gewesen. Aus Gründen. So. Es ist hier vor allem ressourcensparend, weil wir so viele Kisten und so weiter im Weg haben. Hm. Wie wollen wir unsere Damage-Zone aufbauen? Wieder so ein 4x4-Ding da, wie immer? Ja. Ich würde fast sagen, die konzentrisch drum rumleiten. Wollte man es versuchen. Man benutzt auch nicht schon wieder so Fachbegriffe. Lass sie im Kreis laufen. Alles klar, Chef. Konzentrisch ist so ein schönes Wort. Aber es ist kompliziert. Um eine Mitte drumherum. Wieso? Das ist aber kompliziert. Ist ganz, ganz doll kompli. Und so. Ey, ich hab da ein Smiley gemacht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Da macht man glücklich. Naja, nee. Wir sind das sieht jetzt eher aus wie ein halb überfahrenes Ü. Ja, nun. Deswegen auch überfahren, ne? Genau. Genau deswegen. Den bei Gegner hast du vor, die zu leiten? Du kannst die eine Seite nicht nutzen. In dem Balkon ist mir nur so vor, oder hat G2 eine andere Farbe als vor? So, vorher. Ja, wenn du nicht stehen bleibst. Hoch. Nicht? G2 ist normal. Mir war irgendwas, wären diese kleinen Kolben da oben vorher gelb gewesen, genau wie ich auch. Jetzt eben blau. Das ja, pff, keine Ahnung. Glaube irgendwie nicht. Ja, das kann nicht funktionieren. Was, warum? Weil ich vergessen habe, dass man die rechts nicht rumleiten kann. Eben. Also rechts um die Kiste. Andere Idee, die ich gehabt habe, mal so, so ganz ohne direkten Gedankengang, dass man quasi. Super. Muss ich das sein, möge? Einfach. Quasi dann hier eine Damage Zone hinbaut. Dann müssen die nämlich einmal zurückgehen, auf jeden Fall. Das Viererkästchen ablaufen und dann wieder hier rein. Damit haben die den größten Bereich abgedeckt. Und dann kannst du die außen auch nochmal dran vorbeilaufen lassen, in der zweiten Reihe. Ja, die unteren sind halt dann das Problem, ne? Ah, an die habe ich nicht dran gedacht. Oder kann man die einfach hochleiten? Ne, das geht ja nicht. Ich bin doof, ja. Doch, könnte man schon. Müssen wir hier hinten zumachen. Ich überlege gerade. Theoretisch könnten wir doch einfach genau das, was ich gesagt habe, machen, aber ein Stück weit später. Dass man die anderen mit einbaut halt. Nö, prinzipiell ja, können wir es jetzt genauso machen, wie du es gerade gemacht hast, dass die hier rauskommen. Dann eben hier hin und her laufen müssen. Aber wie sollen dann die... Habe ich zugemacht hier hinten. Die von hier müssen auch da lang laufen. Also, dass man hier quasi nur noch einen Ausgang hat, so? Ja. Genau. Dass sie dann quasi hier reingehen, hier den ganzen Bereich nicht mehr gehen. Was? Keine Ahnung. Markus? Ja, ja, ich bin am Denken. Ja, aber du denkst anders als wir. Glaube ich. Denken. Also, du einfach mal, wenn du mal kurz bei mir denkst, dass wir, als sie quasi hier langlaufen, hier außen, diesen Viererbereich dann, und dass die danach einmal wieder hier hingelockt werden und dann hier weitergehen.
oder dass sie den größten Bereich abdecken. Hm. Ich verstehe ja schon, aber das ist vielleicht trotzdem nicht das ultimative Maximum. Wir brauchen auch nicht das ultimative Maximum. Das hier ist ja nur so ein halbwegs casual Spiel. Doch, wir brauchen das Maximum. Ich baue das da mal so lange um, ne? Zumal ich fast behaupten will, dass die Runde auch wieder recht casual wird. Kommt doch an, wie die neuen Gegner aussehen. Das Problem ist nur, was ich meine, Markus. Du hast hier zwei Plätze frei. Was bringt dir das? Hm? Du hast hier zwei nebeneinander. Ja, vielleicht kommen Springer. Nee, Springer waren das Bright Home DLC. Die gibt's jetzt nicht mehr. Eben. Dann kann man das auch. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, gab es hier die Mutatoren und Teile auch nach dem DLC nicht mehr. Ja, stimmt. Was nicht heißt, dass die Gegner hier nicht vergleichbar schlimm sind. So, jetzt habe ich eine Idee. Gut. Mein Güte, hat das lang gedauert. Verstehen? Ich verstehe es schon. Was ist da anders als bei euch? Nee, ist alles gut. Ich überlege nur gerade, geht es, kann man die außenrum ein zweites Mal noch dran vorbeileiten? Kann man, ja. Effizient? Ja, einmal hier innen hin, um das Ding, dann hier einmal einen Block weiter rum und dann so wieder zurück. Mhm. Und dann kann man da hinten noch ein paar Schlaufen einbauen zum Bremsen, wenn wir genug Blöcke haben. Ja. Wir haben bloß noch nicht wirklich genügend Steine dafür. Ja, Frage doch. Ist grad für mich eher. Warum sind die so nach außen gesetzt? Weil Markus oder wer auch immer das war vorhin eben so geplant, dass die hier hinten rumlaufen alle. Ja. Ja. Unterm Strich macht es keinen Unterschied, den Platz hier brauchen wir sowieso nicht. Ich weiß, aber ich will es ja möglichst effizient trotzdem aussehen lassen. Okay. So. Ja, ich glaube, das dürfte hier passen. Jo. Ich bräuchte noch 10 Punkte gleich mal. Ich habe eigentlich gerade schon versucht, dir welche zu geben, dann bist du weggerannt. Nein! Gib mir keine! Dann nicht. So, ich habe getan, was ich konnte. Hold on, I need more time. SCP? Ja, warum eigentlich nicht? Ist eine Kante wahrscheinlich dann hier hinten? Ja. Wollen wir nicht erstmal die hier aufwerfen? Da ist so eine Idee. Stimmt, wäre besser, ja. Aber SCP kann man später auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja. Mhm. Jeder will sein eigenes aufgewertet haben, ne? Hm. Der Kanonenturm, der ist echt gut am Anfang. Ja, gegen Kampfläufer, ja. Ja, und vor allem bestimmt die neuen Mobs, die werden da, ja. Da ist ein Kanonenturm. Ja, dann nimm halt einen Kanonenturm, der ist ja schon fast auf 3. Dann kannst du den Rest noch, was ich wo reinpacken. In den Fokus, weil dann. Ja, im Fokus. Hab ich halt hingestellt, ja. Oh ja, okay. Die letzten 5 Punkte kommen in den Blitzturm. So. So gütig. Ach, ich hab hier den Nietenpistolen noch. Ja, mal schauen, wie ich damit klarkomme. Niete. Du Niete. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man spielt. Ich find's nicht. Egal. Das geht schon irgendwie. Außer. Vor allem weiß ich nicht, ob ich die neuen Thumbnails hier schon einbaue oder erst später. Was seid ihr? Schwere kleine Läufer. Ah, okay. Schaut ganz interessant aus. Schwachstelle ist an der Seite. Fakt ist, die Viecher greifen an. Nein. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Die haben aber kaum Leben.
ja, die scheinen echt nicht so schwer zu sein. Aber die drehen sich auch um, ja, die ziehen auch Agro. Also die lassen auch Agro ziehen. Die kann man also hin und her locken, das ist kein Problem. Ja, scheint so. Vor allem haben die keine totale Abschirmschilder. Doch, haben die auch. Ne, ich kann die seitlich anschießen. Kampfläufer am Kern. Ach, der nächste. Okay. Und volles Leben passt. Jo. Alles gut. Nächste wird es auch noch schaffbar. Warum haben wir eigentlich die Dinge da hinten noch? Welche Dinger? Die beim Kern hier. Oh, die. Hä? Da waren noch vier Blöcke. Achso. Ja, da habe ich mich da geklaut. So, das der ist Außenkante hier. Jo. Ja, ich meine, noch brauchen wir den Turm hier innen nicht. Da wo noch nichts drauf steht. Ja, stimmt vollkommen. Wobei, na die lasse ich auch mal stehen. Kann man sich noch einmal außen rumleiten? Ah ja, kann man. Ja. Muss man sie unten. Ja, ja, ja. Jo. Dann ist unten der Ausgang am Ende. Ja. Das wird gut. Das wird echt riesig. Cool, freut mich. So, was sagt der Schadensausput? Blitzturm ganz wenig. Kanonenturm. Beste. Streuen ist er gar nicht. Ja. Tatsächlich, Kanonenturm ist am besten mit Abstand. In dem Fall, ja. Aber der ist schon voll. Aber dass der Streuleser gar nichts gemacht hat, das wundert mir so doch ein bisschen was. Jetzt kommen ganz viele Gegner, also wäre vielleicht AOE nicht schlecht. Ja, Blitzturm. Und ACP. Ja, an der anderen Ecke. ACP brauche ich nur Geld für. Da. Die Ecke hier vorne gleich? Jo. Oh, warum nicht? Ne? Denke ich. Aber ich glaube, von der Ranger kannst du den fast schon hier hinten reinsetzen gleich. Naja, kostet ja, vorerst eben. Ja, ja, klar. Wollen wir ja gleich jetzt erstmal. Ne, wir können dann ja ab. Doch. Ne, ne. Ne, passt nicht. Wir haben noch 105 Punkte. 125, wollte ich sagen. Reicht das für irgendwas? 140. Nö. Ich pumps den Blitzturm. Ebenso, hatte ich auch gerade überlegt. Einfach nur weil ein bisschen Schaden erhöhen. Jo. Passt. Okay, ready. Walkers ahead. Oh ja, das ist es. Ganz, ganz viele Leichen, die explodieren. Das ist ganz schön. Zeigen ist sadistisch, ich fasse zu dir. Oh. Weil mich da irgendjemand von meiner Plattform runtergekickt hat. Hust, hust. Ich weiß nicht, war da eine Plattform irgendwo? Da wo du drauf standest, stand ich auch drum. Tut mir aber leid. Übrigens, der Mond ist auch eine Schwachstelle. Ja, aber eine geringere. Ja, okay. Ja, aber wenn die auf einen zulaufen, ist das perfekt. GG. Okay, ich baue aber jetzt erstmal drin in der Amp rein. Und ein Feuerleit tun wir auch nicht schlecht. Klar, gerne. Die Amp mal. Weiter vorne. Ja.
Hier gleich daneben am besten. Ja, das war mein Gedankengang. Okay, perfekt. Also da? Ja. Ja. So, ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Weil dann kann die Amp vielleicht noch die komplette Reihe hier außenrum. Zeitlimit. Oh, wir haben Zeitlimit. Ja. Oh. Amp voll machen am besten.